Hey Leute, willkommen zurück. Wir versuchen es nochmal. Aber diesmal werden wir Erfolg haben oder erfolgreich sein oder pff, was weiß ich denn. Was weiß ich denn? Gnadenloser Fallensteller. Verdammt, jetzt ist natürlich der Druck wieder da. Ich wollte das hier eigentlich klären, bis ich realisiert habe, dass das das Ziel ist. Das ist natürlich dumm. Oder schwierig. Sagen wir schwierig. Es ist schwierig, okay? Okay, vielleicht wäre es besser, nicht frontal anzugreifen. Aber wer sind wir, dass wir sagen, was gut ist und was nicht? Du kommst hier runter. Okay, hier ist noch dein Kumpel. Es ist der Nebel. Du willst denn nicht streichen? Ja, es ist der Nebel. Du sagst es, mein Freund. Ich bin zu hoch und... Yes, okay, gut. Es war nicht so gut wie beim ersten... Na, es ist niemals so gut wie beim ersten Mal, richtig. Naja, es gibt auch erste Male, die nicht so gut sind. Nee, nicht, dass ich mich da auskennen würde. Kenntest du hier über die... Was soll der Quatsch hier? Hab ich dich erwischt, siehst du? Okay, warte. Treffe ich deinen Kopf? Yes! Ich treffe deinen Kopf mehrfach. Aber ihr trefft mich eben auch ziemlich gut. Das ist ein bisschen das Problem. Hat die Energie. Wie bringt ihr die immer so schnell runter? Okay, dich habe ich beinahe. Du hast nicht mehr viel Energie. Lebensenergie. Ihr versteht. Wo ist er? Ja, verdammt, es sind unglaublich viele Gegner. Der kommt irgendwo von hier. Sie kommen von allen Seiten. Na. Wo willst du hin? Oh, holy moly. Was schießt du mit einer Flinte oder was? Hier für dich. Oh, die rollt wieder runter, richtig? Das war nicht so intelligent. Das war verschwendet. Der schießt mit einer Schrotflinte. Das ist natürlich auch schwierig. Hier, voll aufs Bein. Voll aufs Bein, mein Freund. Könntest du aufhören, dummer Hund? Wie er lacht. Der ging aber auch ins Gesicht, was? Hier, Bauch. Bauchtreffer, Bauchtreffer. Hier, gib ihm! Okay, warte kurz. Wir werden hier erst kurz das Relevante machen, nämlich plündern. Ah, schwerer Fallensteller. Ihr habt auch noch schwere Rüstung. Naja. Und dann haben wir hier doch noch einen erwischt. Ja, richtig. Ja, ihr habt auch... Ja, okay, gut. Ihr habt gute Waffen. Ihr habt gute Munition. Ihr seid würdige Gegner. Würdige Gegner. Wir speichern. Wir speichern. Okay, Nick, dann haben wir hier noch einen. Entschuldigung. Wer hat hier die Granate geworfen? Was ist das? Red Kaninchen! Das Kaninchen! Okay. Ihr habt also Kaninchen und... Verdammt. Ihr habt Kaninchen und Hühner abgerichtet. Der ging ins Gesicht, mein Freund. Hier. Kannst gleich noch einen ab... Boah, was? Da geht der zur Seite. Naja. Gut gesagt, Nick. Gut gesagt. Warum hat dir das nichts getan? Na siehst du. Okay, wo ist das Kaninchen des Todes? Hier. Kaninchenbein. Also es tut mir ja leid fürs Kaninchen, okay? Es tut mir ja wirklich leid. Das war nie meine Absicht. Aber... Kampfgewehr automatisch. Wer schreit da? Wer hat da geschrien? Ah, hier. Das Red Huhn. Nee, das Huhn hat nicht geschrien. Chicken. Ich bediene mich hier bei der... Oh, yes. Ich bediene mich hier einfach bei der Munition, okay? Ist das für alle in Ordnung hier? Was siehst du? Könntest du warten? Ich möchte mich hier gründlich umsehen. Wir machen hier ein bisschen Licht.
Dann habt ihr es auch einfacher, mich zu sehen, okay? Aber ihr müsst schon rauskommen. Kommt raus, meine Lieben. Habt ihr hier nicht noch irgendwo Munition gehortet? Taktisch nicht so sinnvoll, meine Freunde. Ihr solltet hier Munition haben. Was lachst du? Ich geb dir gleich was zu lachen. Oh, hi. Siehst du, was willst du mit deinem Messer, mein Freund? Wo habe ich dich hingeballert? Käfigrüstung. Hey, ich mach mal Licht. Siehst du mich? Hallo? Sag dir Hallo. Sag mir bitte, dass wir hier drin nichts finden müssen. Das könnte eine Weile dauern. Oh ja, da hast du recht, Nick. Ich habe das Gefühl, da kommt gleich wer. Hier die Treppe vielleicht? Hallo? Wer öffnet hier Türen? Nick, bist du das? Na verdammt nochmal. Ja, ich glaube, da hat jemand auf uns abgesehen, Nick. Ich kann es mir nur schwer vorstellen, dass wir so unfreundlich empfangen werden. Ey! Hier für dich. Hast du das gesehen, Nick? Ich habe ihn direkt getroffen. Hast du's? Ah, du hast eine Flinte mitgenommen. Das finde ich super. Ja, genau. Sag sie. Was bist du? Du siehst aus wie... Wie hießen die Kleinen von Star Wars? Ey, was hast du? Du hast einen Hummer. Einen Hummerkopf. Komm her. Ja, siehst du. Dummer Hummerkopf. Harpunenkanone. Yes. Oh, du trägst du. Ja, Nick, hey, komm her. Ich hab ne, die Harpunenkanone. Ach, die will ich doch selbst. Warum sind wir denn so wieder so schwer? Das Gaussgewehr, richtig? Ach, das Gaussgewehr. Na gut. Na okay, wir haben eine Harpunenkanone, Leute. Eine Harpunenkanone. Wollen wir die gleich ausprobieren? Wartet. Ha! Inventar Harpunenkanone. 150 Schaden. Wir haben einfach nur 5 Schüsse. Also die müssen sitzen. Ihr hattet's hier schon gemütlich. Leuchtfackeln? 36 Leuchtfackeln. Holy moly, sind die nicht auch unglaublich schwer? Wo haben wir die Leuchtfackeln? Nicht hier. Okay, gut. Wir haben auf jeden Fall Leuchtfackeln. Ah, nee, das ist Munition für die Leuchtpistole, klar. Die wir irgendwie schon seit 700 Parts weggelegt haben. Wer schießt hier? Es schießt hier doch noch wer. Müssen wir noch ein Stockwerk höher? Was war das? Ich weiß es nicht. Gegner. Aber ich weiß nicht, wo sie sind. Miniaturbomben? Warte, hier unten hat's was. Hoher Kriegsgeld. Habt ihr das gehortet? Okay, wo seid ihr denn? Ich hab hier eine Waffe, die ausprobiert werden will. Natürlich finden wir jetzt Gleisbolzen. Naja. Okay. Also irgendwie wird hier noch geschossen, Nick. Ich verstehe noch nicht ganz wo. Auch wenn ich die Punkte auf der... Könntest du aus dem Weg gehen? Alter, komm schon. Danke. Naja. Was habt ihr hier denn noch? Also das ist schon hier... Ich habe schon schlimmere Einrichtungen gesehen. Also naja, es ist jetzt nicht so, dass ich hier freiwillig einziehen würde, aber... Wie gesagt, also... Das geht schon schlimmer. Spachtel. Warum wolltet ihr den behalten, meine Lieben? Okay, hier gingen wir hoch. Okay. Ihr seid irgendwo hier. Hier hinten. Ah, hier, seht euch das an. Also treffe ich aber nichts. Okay, das ist schwierig. Damit... Könntest du nachladen?
Oh, holy moly. Hat mir was ziemlich Schaden gemacht. Okay, also das Treffen damit ist wirklich suboptimal. Oh, verdammt. Okay, ich treffe damit gar nichts. Das ist noch... Ja, das weiß ich. Das hat aber eher damit zu tun, dass ich gerade die Waffe ausprobieren wollte. Arr, bist du ein Pirat, mein Freund? Oh, verdammt! Was nehmen wir daraus mit, Leute? Was lernen wir daraus? Wir sind wieder zu arrogant. Wir sind wieder zu arrogant. Aber ich habe gespeichert. Ihr habt's gesehen? Ihr habt's gesehen. Okay, wo versteckt ihr euch, ihr dummen Hunde? Ich wollte das nicht so. Oh Mann, oh, oh, oh! Verdammt nochmal. Ja. Ja, das sind wichtige Treffer hier. Okay, der Typ mit der Harpune ist echt ein Problem. Der. Yes, okay, gut. Das erste Problem ist aus der Welt geschafft. Das zweite Problem sehe ich ihn nicht. Ah, hier. Nee, komm. Ich sehe dich kaum. Das will niemand. Warum sehe ich dich so schlecht? Okay. Seht ihr, wenn ich mich zusammenreiße, dann geht's doch. Dann geht's doch. Könntest du... Ich weiß, dass du... Ich will dich noch durchsuchen. Verdammt nochmal. Der hätte eine Harpun... Ach, der hätte Harpun gehabt. Wo ist dein Kumpel? Hier, der. Ah, Metallrüstung. Dass ich nicht lache. Dass ich nicht lache. Nicht, dass ihr mir wirklich viel zum Lachen geben würdet. Ah, hier kamen wir. Ach so, hier hätten wir auch nach hinten gekommen. Hallo? Naja. Okay. Oh, oh, okay, okay. Das ist dann der Leuchtturm. Dich nehmen wir uns gleich vor. Aber hier unten hat es wohl auch noch Gegner. Oder nicht? Naja. Okay, Nick. Auf zum Leuchtturm. Ach, gibt's nicht ein Buch zum Leuchtturm? Doch, gibt es. Okay. Lasset uns Le Fusil Terrible nutzen, um uns diesen Spaß hier nicht entgehen zu lassen. Also das ist ja taktisch, ist das ja eine absolute Todeszone hier. Also im Kriegsfall, ich kenne niemand, der freiwillig so eine Treppe hochgehen würde. Wenn du weißt, dass oben ein Gegner auf dich lauert, da hast du keine Chance, du bist einfach tot. Oh, hi. Komm schon, Douglas. Dagi, komm schon, Dagi. Der verarscht mich hier. Taktisch macht er das schon ziemlich smart. Komm her. Komm schon. Siehst du, Dagi? So kann's gehen, mein Lieber. Eliminiere die Fallensteller. Kehre zu Castle zurück. Geheimnisvolles Holoband. Das klingt ja... Sehr... Warte, zeig mir, was du hast. Oh, du hast ziemlich viel. Fallenstellenleder... Aber nichts, okay, das ist alles ziemlich uninteressant. Okay, das hingegen 18. Verdammt, dann bin ich wieder zu schwer. Okay. Das nehmen wir. Ah, verdammt, aber es, ja gut, Wert. Nee, Wert ist schon gut, aber. Wenn Nick schon hier ist, Nick! Bist du hier irgendwo? Nicholas!
Ah, okay. Okay. Das sieht doch auch super. Das sieht doch einladend aus. Holy moly, haben wir hier die. Sammlung aufbauen oder was? Warte. Oh. Oh yes, baby. Wir haben die Motherload gefunden. Wie kommen wir hier rein? Oh, verdammt. Oh, das war knapp. Ah, hier. Okay. Gut. Na schön. Okay, und hier haben wir den Aufzug. Hier geht es dann auf der anderen Seite wieder runter, richtig? Okay, Nicholas, hör zu. Folgender Plan. Erkennungsmarken. Ah, wir könnten uns das Holoband ja kurz anschauen. Sehe ich da hinten Jangles? Wartet. Diverses. Wie hieß es? Geheimnisvoll, richtig? Geheimnisvoll, nicht mysteriös. Geheimnisvoll. Hier. Wiedergabe. Tja, das war's dann. Ich bin am Arsch. Dieser Scheißnebel. Man sollte meinen, ein Leuchtturm wäre gut zu sehen. Aber nicht hier. Was für ein Nebel. Unglaublich, dass ich mich dazu überreden ließ. Woher will ich wissen, dass diese Frau nicht verrückt ist? Ja. Langsam glaube ich, dass sie sich die ganze Geschichte nur ausgedacht hat, um Aufmerksamkeit zu bekommen. Welche Frau? Welche Frau, Dagi? Wo ist deine Notiz? Hier. Ja, komm, zeig sie doch. Warum wird sie nicht angezeigt? Ihr seht, ich kann sie nicht lesen. Ich will, aber ich kann nicht. Verdammt, irgendwas stimmt hier nicht, Nick. Irgendwas stimmt hier ganz und gar nicht. Und welche alte Frau? Wovon hat er gesprochen? Hat sie ihren Mann etwa in den Tod geschickt? War es am Schluss alles sie? Na, wer weiß, wer weiß. Wir werden es bald wissen. Wir werden es bald wissen. Hier unten ist... Ich hätte schon gewartet. Nicht, dass das Ding hier losgeht. Das nervt mich nämlich. Das muss nämlich nicht sein. Oh, da habe ich einen Schuss zu viel gebraucht. Wie viel gibt das? Naja, okay. Lässt sich kaum verkaufen. Oh, wo... Woher kommst du? Wo kommst du her, Nick? Ah, ich habe das Gewehr nicht mehr mitgenommen. Verdammt. Naja, okay, gut. Dann eben nicht. Wer hat hier draußen noch einen Schatz? Ah, okay, Munition. Das nehme ich auch. Oh, gut. Yes. Okay. Gut, 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 gut. Oh, yes, baby. Seht ihr, manchmal... Manchmal muss man eben... die extra Meile gehen, um den Stuff zu finden. Na gut, okay. Dann haben wir das mit dem Leuchtturm abgeschlossen, richtig? Oder haben wir was vergessen? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht, wir haben sogar einen Comic gefunden, okay? Die Notiz, die können wir nicht lesen. Warum auch immer. Wisst ihr was, wir machen doch eine Schnellreise ins Dorf. Vielleicht nach einem Loading-Screen hat es das Problem vielleicht sich von selbst behoben. Oh, tödlichen Strahlungsschaden? Sieht einfach bescheuert aus, das Radiumgewehr. Habe ich noch nicht gesehen. Ist das auch eine Neuheit hier aus Far Harbor? Oh. Hast du kurz Zeit? Klar. Natürlich, Nick. Was gibt's? Normalerweise würde ich dich damit nicht nerven. Aber ich weiß, dass ich dir vertrauen kann. Solange ich denken kann, habe ich schon diese Rückblenden. Erinnerungen an Orte, an denen ich nie war. Dinge, die ich nie gesehen habe. Nix Erinnerungen. Die sind nicht schlimm. Die sind nur ein Hinweis, dem ich nicht entrinnen kann. Dass ich nicht die Person bin, die ich glaube zu sein. Dass ich gar keine Person bin. Ich bin nur eine Maschine, die vorgibt, ein Mensch zu sein. Ah ja, für die, die es nicht wissen, Nick ist ein Sünd, dem Erinnerungen eines Polizisten eingepflanzt wurden. Welche Art von Erinnerungen? Alles.
Alte Fälle, alte Beziehungen. Ich habe schon Hintergründe von Fällen überprüft und dann festgestellt, dass alle schon seit 200 Jahren tot sind. Verstehe mich nicht falsch. Ich stehe in Nicks Schuld. Diese Erinnerungen haben mich am Leben gehalten. Nick war ein toller Bulle. Ein Mann mit gutem Instinkt und einem guten Herzen. Ich kann von Glück reden, dass sie mir keinen Häftling eingepflanzt haben. Ja, fair. Oder wer auch immer sich an den grauen Zellen hat rumfuschen lassen. Aber dank Nick gehe ich als Mensch durch. Deshalb lebe ich unbehelligt in Diamond City, während andere Synths sofort erschossen werden. Ich weiß, ich hab's gut, aber mein ganzes Leben verdanke ich Nick. Alles, was mich ausmacht. Mein Urteilsvermögen, meine Sprache, ja sogar mein Name. Das gehört ihm. Und ich kann nichts dagegen tun. Denn ohne das bin ich nichts. Eine Hülle. Ich will doch nur ein Leben, in dem irgendetwas mir gehört. Du hast dein eigenes Leben aufgebaut. Du hast dir doch ein eigenes Leben aufgebaut, Nick. Du hast die Agentur, ein Zuhause, Freunde. Ich meine, du hast nicht Unrecht. Siehst du? Also, ich brauche ein bisschen Zeit, um darüber nachzudenken. Schön, dass du mir zugehört hast. Du bist wirklich ein guter Freund. Danke. Gerne, Nick. Dafür sind Freunde da. Fürs Zuhören. Diese Sache aus Nick Valentines Vergangenheit, die ich gerne abhaken möchte. Ich könnte Hilfe gebrauchen, wenn du bereit bist. Klar. Klar. Was gibt's denn? Die hier stammt direkt aus den Archiven. Es war einmal im Lande Boston. Da lebte ein König des organisierten Verbrechens namens Eddie Winter. Er war ein böser Mann, der viele böse Dinge tat. Er brachte Leid über unschuldige Menschen. Aber er wusste, dass das Ende näher kam. Also verschanzte er sich in einem persönlichen Luftschutzkeller unter dem Sandwichladen, den er als Hauptquartier benutzte. Oh, ich erinnere mich. Da steckt mehr dahinter, nicht wahr? Die Geschichte wird noch verrückter. Der arrogante Sack wollte den Tod überlisten. Ewig leben, damit er irgendwann aus dem Keller kriechen könnte und eine schöne neue Welt vorfinden würde. Kommt dir bekannt vor? Aber ja, Eddie wollte keine Gefrierbanane sein. Also kein Kryoschlaf für ihn. Nein, er steckte sein Geld in ein krankes, abgefahrenes Strahlenexperiment. Na, puh. Du willst doch nicht sagen, dass er die Strahlung dazu benutzt hat, um... Ganz recht. Eddie Winter hat sich in einen Ghoul verwandelt. 200 Jahre bevor es Mode wurde. Mann, er war vermutlich sogar der Erste überhaupt. Und ich bin mir sicher, dass er immer noch in diesem Keller sitzt. Wohlbehalten und sicher. Bereit rauszukommen und seine Schreckensherrschaft fortzusetzen. Ich werde ihn finden und töten, damit das niemals passiert. Bist du dabei? Absolut. Warum tust du das? Ich verstehe nicht, Nick. Warum willst du Eddie Winter töten, wenn er überhaupt noch lebt? Das klingt nach einem Rachefeldzug. Ich habe Erinnerungen an ein Mädchen. Nicht meine echten Erinnerungen, das weiß ich. Sie sind von Nick. Aber das Mädchen, sie war echt. Sie war wunderschön und unschuldig. Und Winter hat sie ermordet. Jetzt wird er den Preis dafür bezahlen. Jetzt weißt du's. Bist du dabei? Absolut, mein Freund. Also gut, Nick. Schnappen wir uns das Arschloch. Du bist ein guter Mann. Jetzt weiß ich, wo Winters Luftschutzkeller ist. Aber die Tür ist durch einen komplexen Zahlencode gesichert. Zum Glück kannte Winters Arroganz keine Grenzen. Damals nahm er 10 Holobänder auf denen er verschiedene kriminelle Partner belastete. Auf jedem Band versteckte er eine Zahl. Wenn wir alle Holobänder finden, haben wir alle Zahlen. Und mit den Zahlen haben wir den Code. Und auch Winter. Ich führe jetzt schon eine Weile eine Datei über ihn. Hier drin sind 2 Holobänder, die es sich lohnt anzuhören. Einschließlich eines von Winter, das ich aus der Asservatenkammer der Polizei von Cambridge entwendet habe, bevor sie von den wilden Ghoulen überrannt wurde. Mein Gefühl sagt mir, die Beweismittelterminals der Polizei von Boston sind der Schlüssel zu diesem Fall. Es würde sich bestimmt lohnen, die Polizeiwachen aufzusuchen, in denen du schon mal warst. Okay, gut, das muss aber warten. Das ist nämlich eine Quest aus dem Commonwealth und die wir spielen hier Far Harbor. Eins nach dem anderen. Wir überbringen noch kurz Mama Dalton. Die frohe Kunde.
Ah, wartet, wir wollten noch kurz nachsehen, ob wir jetzt das die Notiz lesen können. Ja, jetzt geht's, okay. Aber meine Jungs erwischt, wie er was von der Beute klauen wollte, die wir bei den Händlern gemacht haben. Musste ihm eine verpassen, aber nur ins Bein. Hab das Zeug in einem Koffer in einem Fischernetz versenkt. Den Schlüssel behalte ich. Verdammt, hätte ich das doch vorher gelesen. Shit. Die Fallensteller sehen vielleicht wie wir aus, aber ja. Die Insel hat ihre Seelen vor langer Zeit geholt. Jetzt sind sie verrückte und leere Hüllen. Okay. Der Fallensteller, der deinen Mann getötet hat, lebt nicht mehr. Dann ist es vorbei. Endlich vorbei. All die Toten, all die Schuld, endlich beglichen. Und es war niemand aus Fahrhaber, der sich der Insel stellte und die Gartens rächte. Das warst du. Jemand Fremdes. Ein Festlandbewohner. Das letzte Kapitel ist geschrieben. Die Geschichte ist zu Ende. Ich hätte nie gedacht, dass ich diesen Tag noch erlebe. Danke. Na gerne, der fremde Rächer hat das erledigt. Ich habe ein Holoband gefunden, vom letzten am Leuchtturm. Er hielt deine Geschichte für eine Lüge. Ist sie das? Gelogen? Nein, sie ist wahr, zumindest im Kern. War auch etwas Übertreibung dabei? Vielleicht. Aber manche Dinge sind wichtiger als die Wahrheit. Nehmen wir dich zum Beispiel. Du hast die Gefahren der Insel gesehen und überlebt. Du hast etwas Wichtiges gelernt. Außerdem hat die Insel ebenfalls etwas gelernt. Sie weiß, dass du kein planloser Festlandbewohner bist, der sich im Nebel sofort verirrt. Die Insel wird dich jetzt respektieren. Das kann ich nur über die wenigsten sagen, die mit diesem Boot kommen. Ich fühle mich geehrt. Ich fühle mich geehrt. Ich habe gern geholfen. Hoffentlich bist du jetzt beruhigt. Das konntest du. Jede gute Geschichte braucht ein Happy End. Oder? Der Held findet den Schatz, rettet den Liebling und reitet in den Sonnenuntergang. Naja, ich bin etwas zu alt, um mich auf ein Pferd zu schwingen. Aber ich habe sowas Ähnliches wie einen Schatz. Das ist ein Erbstück. Es gehört meiner Familie schon. Lass mich nachdenken. Mindestens eine oder zwei Generationen. Es gibt keine Daltons mehr, die das Ding erben könnten. Also kann ich es auch dir überlassen. Das finde ich gut. Die Insel kennt diese Waffe. Oh ja. Wenn du sie bei dir hast, wird dich die Insel ernst nehmen. Das war's. Das ist das Ende. Jetzt kann ich ruhig schlafen, denn es wird nichts Unvollendetes geben, wenn ich sterbe. Dann mal los. Meine Geschichte ist vorbei, aber deine... Ich glaube, die wird gerade erst interessant. Super. Oh, yes. Aderlasser. Ziele bluten und erleiden 25 Punkte zusätzlichen Schaden. Holy moly. Holy moly. Okay. Die behalten wir. Das ist ein Andenken. Abgeschlossen. Blutige Flut. Okay. Aber müssen wir... Abgeschlossen. Hilf Cassie Dalton. Abgeschlossen. Hilf den Bewohnern von... Sprich mit Teddy Wright. Yes, Baby. Ich hab keine Zeit. Warte, ach, da kommt der schon anzurennen. Leute, wir machen das im nächsten Part. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Bis dahin und tschüss.